Hallo und herzlich willkommen bei Evergaming TV und zu den vierten Battlefield Play for Free News. Und gleich mal das Thema der Woche auf den Battlefield Play for Free Servern war natürlich das neue Spielmodus Rush, der davor im PTE Server zu testen war. Ein Video zum Rush Modus findet ihr auf meinem Kanal, einfach mal drüber gucken. Passend zu diesem neuen Spielmodus, der übrigens sehr, sehr spannend ist, also lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken, ist das der passende Wettbewerb dazu, den es parallel dazu gibt. Und das ist nämlich erstelle das ultimative Karkan-Set. Ne? Ich meine, Entschuldigung, ich erstelle das ultimative Rush-Set. Das ist ähnlich wie das Karkan-Set, das heißt, ihr müsst ein Design einreichen, eine Waffe, Primärwaffe, Stock oder Stabilizer-Stock oder sowas und halt noch einen Skin, den ihr einschickt und dann wird das vielleicht genommen. Also habt bis morgen 8 Uhr Zeit, dort eure Vorschläge einzureichen. Link natürlich in der Beschreibung. Dann gibt es eine neue Waffe und das ist die L85R2. Dazu habe ich auch ein kleines Video erstellt. Das findet ihr auf meinem Kanal. Ich verlinke es hier aber nochmal. Wie gesagt, alle Links sind auch nochmal in der Beschreibung. Dann gibt es frisch heute, also frische News hier, das neue Sniper-Set und zwar von Craft Dion. Das ist ein Franzose, wie es aussieht. Mit der VSS Wind Torres im Dschungel Camo Look und dem Red Dot Sight. Ne? Interessante Kombi. Ist was für Sniper, die mehr wie ein Assault spielen. Bleiben wir auch gleich beim Assault. Und zwar hier mit den Trainingspointen vom Assault. Ne? Habe ich dies gelungen. Diese Woche ist vom Assault und zwar, wir fangen an mit 3 von 3 Granaten. Sehr wichtig beim Assault, denke ich, sind die Granaten. Da er aus erster Front gleich mal ein bisschen die feindlichen Reihen lichten muss, um weiter vorstürmen zu können. 1 von 5 Punkten in die Rauchgranate. Da ich dann meine Wege, wenn ich über eine Straße laufe, so ein bisschen absichern kann. Ich brauche da aber nicht viele Rauchgranaten, ich brauche bis jetzt nur eine. Fahrzeugbasiert bin ich auch sehr mit dem Assault, das heißt ein Punkt in den APC, ein Punkt in den Tank, ein Punkt in den Angriffshelikopter und ein Punkt in den Jet. Das hat dazu Folge, dass ich sehr viel flexibel sein will. Das heißt aber auch, dass ich viel leveln muss, dass ich die anderen Punkte aufholen kann. Das heißt jetzt nicht, dass ich so leveln müsst, ne? Auf der rechten Seite habe ich aber relativ klassisch gelevelt oder Points verteilt, nämlich in Tactical Reflex Awareness. Das heißt, ihr seht die Name Tags früher und schneller. 4 von 4 Punkte da drin. 3 von 3 Punkte habe ich in Reflex Awareness. Das heißt, ihr könnt besser, wenn ihr beschossen werdet, wird alles nur rot, wenn ihr diesen Skill nicht ausgesehen habt. Aber wenn ihr geskillt habt, dann seht ihr, aus welche Richtung ihr beschossen werdet. Das ist relativ sinnvoll, wenn ihr aus weiter Entfernung beschossen werdet, da ihr noch besser reagieren könnt. Darunter habe ich auch 3 von 3 Punkte in Skillpunkte investiert. Da könnt ihr schneller Medikits die Heilung aufnehmen. Also ihr könnt schneller heilen. Das ist sehr, sehr sinnvoll und auch sehr klug. Vor allem beim Assault, da ihr nicht wirklich viel Möglichkeiten habt, euch zu heilen. Also das würde ich auch jeder Klasse einfach empfehlen, außer dem Medik, dass ihr einfach euch schnell wieder heilen könnt. 3 von 3 Punkte da. 1 von 1 Punkt habe ich natürlich einen Increased Sprint Speed. Das ist ganz klassisch, dass ich einfach schneller mit dem Sturmsoldat schneller rennen kann. Das ist wichtig für mich, da ein Sturmsoldat ja in gewisser Weise die Aufgabe hat zu stürmen. Kommen wir nun zum letzten Punkt, dort zur Waffenaktion. Da gibt es diese Woche die SKS. 55% zum Freischaltpreis. Könnt ihr mal reingucken, wenn euch die SVD zum Hals raushängt und ihr semi-automatische Sniperwaffen gut findet, dann haut da mal einfach mal rein und guckt mal rein. Blick lohnt sich. Guckt bei uns auf Facebook vorbei. Das war's eigentlich schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt einen Daumen hoch und schreibt gleich die Kommentare. Und wir sehen uns morgen beim Waffentest. Haut rein, euer Jacob. Over and out.